Willkommen zurück zu einer weiteren Runde Medieval Dynasty. So, wir sind Mitte des Herbstes angekommen. Und ja, jetzt müssen wir mal eine ganz schwierige Sache machen. Erstens hier, die Leute sind noch am Arbeiten. Finde ich mega. Wie schnell die auch vor allen Dingen sind. Der eine sät durch, der andere erntet, der andere pflanzt. Es ist so fix, wie die hier sind. Ich hoffe, sie schaffen auch die ganzen Felder noch durch. Mit unserer neuen Arbeitsverstärkung. Aber wir müssen es ja so beibehalten, dass die Arbeitsverstärkung auch da ist, wenn wir sie brauchen. Und jetzt sehe ich gerade, ich habe hier sogar nachher noch ein Problem. Und zwar Bäume. Die Bäume müssen noch weg. Denn ich habe mir jetzt überlegt, wir gehen jetzt hier, also sprich, hier ist ja sozusagen das Feld. Maus, kann ich sehen? Ja, gut, kann man sehen. Gut, hier möchte ich jetzt sozusagen nochmal ein Gebäude-Limit bauen und das soll dann hier quasi einmal durchgehen. Quasi so ähnlich wie hier. Machen wir jetzt ganz normale Häuser, einmal bis hier hinten durch. Mal gucken, wie weit, wie viele Häuser wir jetzt da so zwischenstellen können. Dürften einige sein, die dann halt auch als Wohnhäuser deklariert sind. Und ab hier, ab diesen 5 Feldern, möchte ich dann nachher gucken, dass ich die Tierstelle, entweder baue ich sie hier auf, was mir lieber wäre, wenn wir das mit den Tieren ausprobieren, also auf diesem kleinen Stückchen, Fleckchen Erde, oder halt hier noch so ein bisschen dazwischen. Oder halt hier oben. Deswegen lasse ich jetzt hier sozusagen die zwei noch frei. Mal gucken, vielleicht ziehen wir entweder die Häuser nochmal hier lang durch, aber müssen wir schauen. Gut, ich sehe aber gerade, wie gesagt, wir haben da noch ein paar Bäume im Weg, die müssen weg. Das heißt, ich muss mir erstmal noch eine Axt holen. Ohne Axt geht das hier nicht. Da kommen wir auch nicht weiter. Und ich habe auch zufällig gerade keine dabei. Nur ein paar Steine. Gut, das heißt, ich kann ja auch gleich nochmal gucken, wie sehen die Eisensense, ist immer noch alles gut so weit, wie es sein sollte. Wir könnten nochmal ein paar Steinspitzhacken machen, aber momentan nicht. So, die bronzene Axt, die nehmen wir uns einmal raus, die nehmen wir uns jetzt mal für uns selbst. Das heißt, ich hack jetzt da hinten mal kurz, also ich brauche noch Schaufel, da war was. Ja, wir haben auch eine Eisenschaufel hier noch liegen, also passt. Die nehmen wir auch nochmal mit raus. So, dann haben wir jetzt auch alles dabei, was wir brauchen. Und dann hoffe ich, dass ich das halbwegs gerade hinkriege. Das ist mir persönlich wichtig. Und dann könnte man hier vielleicht nochmal so ein Feld daneben hinsetzen. Also gerade hier, ne? Könnte man nochmal ein Feld daneben hinsetzen. Für zum Beispiel Kohl oder irgendwas anderes. Aber zuerst müssen wir hier jetzt ein paar Fichten noch umkloppen. Ist ja auch schon wichtig. Die müssen halt weg. So. Packen wir jetzt hier schon mal rein. Dann sammeln wir das ein. Gucken wir mal. Ich bin jetzt schon überladen, weil ich ja schon die Steine dabei habe. Ich vergaß. Na, vielleicht kriegen wir, wenn wir die jetzt hier wegsemmeln, den Rest noch hin. Schauen wir mal. Sieht nicht gut aus. Sieht nicht gut aus. Na gut, gucken wir mal. Erstmal hier. Nee. Ein Stumpf noch weg. Den Stumpf noch weg. Den Stumpf noch weg. Ich hoffe, das reicht vom Platz her aus. So, jetzt muss ich gucken. Das zweite Feld. Das ist nämlich hier. Da, wo ihr jetzt gerade alle drum rumsteht. Nochmal überprüfen hier. Ja, das ist das zweite Feld. Da stehen momentan alle drum rum. Gut, hier soll jetzt das erste der einfachen Häuser hingestellt werden. Jetzt müssen wir mal gucken, dass wir es auch halbwegs gerade hinkriegen. So, jetzt schauen wir mal. Das Problem ist halt, ich bin jetzt halt überladen, weil ich habe jetzt nochmal 60 Steine mitgenommen. Nee, aber das sieht gut aus.
Das sieht sogar sehr gut aus. Das heißt, das könnte ich schon mal benutzen. Hau ich hier schon mal die Fundamente und das Holz, was wir jetzt hier geackert haben, schon mal rein. So, hier auch mal schon mal die Baumstämme, dann... Oh ja, das geht gut wieder runter mit dem Gewicht. So. Dann ist das schon mal fertig und da sehe ich noch einen Stamm, der auf uns wartet. Gut. Jetzt muss ich gucken, dass ich das nächste Haus direkt daneben geradezu ansetze. Ich hätte hier gern so einen Ausrichtungsmodus oder so. Haus wird von der Baustelle blockiert. Okay. Jetzt gucken wir erstmal. Ne, das muss ein bisschen weiter nach hinten. Ab in den Zerstörungsmodus. Da nehmen wir das jetzt genau. So. Ja, es ist ein bisschen verschoben. Aber sind ja die Felder auch so ein ganz kleines bisschen. Aber ist okay. So, dann gucken wir gleich das nächste Haus. Gleich daneben. Ich hätte zwar gerne ein Steinfundament, aber wenn kein Steinfundament möglich ist... Weil wir... Oh, doch, das geht. Das geht. Ja, es geht so halbwegs. Ist okay. Dann gleich das nächste Haus. Und hier ist jetzt das Problem. Ja, jetzt muss ich erstmal... Boah, ey. Habe ich das jetzt Bombe gesetzt? Halbwegs. Gut, hier ist ja schon das nächste Feld hier. Ne? Da ist ja jetzt schon die... Was war denn das? Plantage 5. Warum ist auf der Plantage... Stimmt, das war ja das für den Hopfen, den wir noch nicht haben. Gut. Das heißt, wir können das nächste Haus hinstellen. Und bis jetzt alle mit Steinfundament, also... Das läuft. Okay, das ist zu weit nach hinten. Das ist auch noch ein Stück weiter nach hinten. So. Ganz vorsichtig. So. Es muss wieder weiter nach hinten. Der sieht gut aus. Und der hier auch. So, und so wie es aussieht... kommen wir ein bisschen in die Bedouille. Gucken, ob wir das noch ausgeglichen kriegen. Unsere Häuserzeile. Ja. Indem ich jetzt einfach mal ein bisschen weiter nach vorne gehe. Ja. Jetzt muss ich es halt ein bisschen schiefer ansetzen. Oh. Schiefe Häuser, das ist aber wieder meins. Aber gut, wenn es keine Snap-Funktion gibt, dann ist das halt so. Okay. Ja, dürfte passen. Und dann nochmal ein einfaches Haus. Ne, wie viel haben wir denn jetzt eigentlich schon an einfachen Häusern? Eigentlich haben wir jetzt genau 20. Wir haben jetzt hier 1. Ich gucke auf der Karte, das ist einfacher, als wenn ich jetzt hier Graf Zahl spiele. So, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 Häuser haben wir jetzt hier. Und ich würde hier bestimmt noch so 2, 3 mehr in die Reihe kriegen. Und die letzten beiden, die sind sogar so schief, dass ich sie wieder abreiße. Das sieht man ja schon auf der Karte. Das geht so nicht.
So. Klar muss ich das ein bisschen ausgleichen, aber nicht so stark. Kann ich nicht einfach von hier aus, sondern von dem drin. Und dann einfach nur uns so bewegen, bis es baubar ist. Wäre das denn nicht gerade, ein bisschen gerader? Ja, doch. Schon. Schon. Das heißt, so wäre der Bautrick gewesen. Gehen erstmal ins alte Haus rein und dann brauche ich mich einfach nur zur Seite bewegen. So. Das sieht nicht richtig aus, oder? Das macht trotzdem so einen ganz leichten Knick. Gut. Machen wir hier den Knick wieder zurück. Indem ich mich so ein bisschen aufstelle, mehr. Passt. So, jetzt haben wir hier 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ja, ich würde 10 Häuser würde ich schon ansetzen wollen. Die dürften wir hier auch reinkriegen. Das heißt, in dieser Wohngruppe sind dann 10 Häuser zur Verfügung. Und ich sehe schon, hier wird es wohl wahrscheinlich dann ein Holzgerüst. Ja, hier wird es dann halt das Holzgerüst. Was jetzt auch nicht weiter schlimm ist. Aber kriegen wir hier noch eins hin, wenn ich hier bestimmt den Baum wegholz. Dann kriegen wir hier noch einen hin. So, erstmal den Stumpf mitnehmen. Das war vollkommen verkehrt. Das kann man nicht bebauen. So, und dann wieder Hammer rein. Lups. Und das letzte Haus. Dann dürft's passen. So, wie sieht's auf der Karte aus? Eine schöne Häuserreihe haben wir jetzt hier. Das sind 10 Häuser, das ist okay. So, dann fange ich jetzt hier schon mal an, die Fundamente hier auszuteilen. Das wird Ewigkeiten dauern, die alle fertig zu kriegen, aber hey. Ist ja nicht weiter wild. Jetzt holz ich hier aber nochmal manuell jetzt hier die Bäume weg, weil die sollen nachher hier weg. So. Das heißt, die schlachte ich jetzt einfach mal ab. Ganz gewieft. Weil das sind hier doch ein paar viele. Die hier jetzt langsam weg müssen. So, jetzt haben wir hier recht viele Bäume gefällt. Holzstamm. Machen wir erstmal nur auf der Seite jetzt hier die Dinger hier so ein bisschen weg. So, hier fallen mir auch schon die Holzstämme alle auf den Kopf. So, überladen sind wir jetzt auch langsam. So. Nehme ich hier schon mal die Stümpfe noch mit. Gucken wir mal. So, den Stumpf nehmen wir auch noch mal mit. Ja komm, den müssten wir eigentlich noch hinkriegen. Ach, siehst du, hier ist noch ein Stumpf. Jetzt werden wir aber langsam schwer. Aber richtig. So, dann gucken wir mal, dass wir das jetzt erstmal dran kriegen. Zwei Bäume fehlen da noch, aber das ist nicht so weiter wild. Stellen wir jetzt erstmal nur die Grundgerüste auf. Und dann mache ich offscreen dann nochmal einmal einen Komplettwechsel.
Das heißt, ich will in dieser Folge wenigstens noch die Grundgerüste aufstellen. Was da heißt Boden und ja, das Gerüst halt. So. Weiß nicht, die Steinfundamente finde ich ein bisschen schöner als die Holzfundamente. So vom Optischen her, aber... Stein wird wohl wahrscheinlich recht viel sein, was wir brauchen. Oh, das reicht nur noch für das eine Fundament hier. Na denn? Gut, das heißt, ich brauche nochmal Stein und Co. Und was zu essen wäre auch nicht schlecht. Zum Glück habe ich meine Karotten bei. Nichts geht über die gut verdaulichen Karotten. Und nachts wird es jetzt auch schon langsam. Uiuiuiui. Wir haben jetzt auch nur noch den letzten Tag Herbst. So, dann nehme ich mir jetzt hier nochmal ein paar Steinchen mit. Und auch mal nochmal ein paar Stämme. Eigentlich kann ich ja die beiden Bäumchen da jetzt lassen. Komm, ich nehme mal 30 Steinchen mit. Und dann nehmen wir uns jetzt hier nochmal ein paar Holzstämmchen mit. So 20 Stück müsste ich noch hinkriegen. Dann lege ich das hier erstmal wieder ab. Dann können wir uns doch gerade so bewegen. Und Leute, es ist mitten in der Nacht hier. Könnt ihr nicht mal eine Fackel nehmen so? Na, sieht auf jeden Fall schon mal nicht schlecht aus mit der dicken Häuserreihe hier. Gut. Und wenn wir dann nicht mal genug Reserve-Leute haben, dann weiß ich auch nicht. Ich würde auch mal erstmal das Gebäude-Level auf Maximum gestellt. Das heißt, 110 Gebäude können wir insgesamt derzeit bauen. Bin mal gespannt, wenn wir das mit dem Erben gemacht haben, ob das nochmal was für die Dynastie einbringt oder nicht. Aber das werden wir sehen. Bin mal echt gespannt, wie nachher unser Dörfchen aussieht. So, 6 Stück fehlen hier noch. Das heißt, ich mache jetzt hier erstmal die Stämme dran. Die werden mich jetzt zwar in den Steuern jetzt nochmal ein bisschen behelligen, die ganzen Häuserchen, aber muss ja sein. Weil die kosten ja jetzt schon, nur weil wir sie hingestellt haben, werden ja Steuern schon dafür eingetrieben, ne? 25. Na, es geht ja eigentlich. Es geht ja eigentlich. Das heißt, ich muss gucken, ob das auch wirklich mit meinem Leder dann hier auch wirklich alles klappt, wie ich mir das vorstelle. Apropos Leder, ich muss gucken, ob wir noch Säckchen haben. Ohne Säckchen geht doch nicht. Jetzt können da meine Bauern nichts mehr arbeiten. Wie viele Säckchen haben wir noch? 179. Was haben wir hier noch an Leder? 266. Dann machen wir hier nochmal 88 Säckchen dazu. Das geht ja ratzfatz. So, kann ich hier das Leder schon mal reinschmeißen. Siehst du, ich habe hier auch noch Stöckchen drin. Können wir ein bisschen mehr mitschleppen. Sonst haben wir jetzt nichts mehr, nur noch die Säckchen. Gut, die 88 Säckchen. Ja, 267 Säckchen werden verkauft. Das passt. Wie viel Geld haben wir schon drinne? 250. Das läppert sich langsam. Das läppert sich langsam. Wir kriegen Geld, ohne dass ich verkaufen gehe. Finde ich cool. So, aber jetzt müssen wir gucken. Wir brauchen auf jeden Fall nochmal 20 Holzstämme, würde ich sagen. Dann nehmen wir mal 30 mit. Jetzt sind wir schon überladen und ich brauche 6. Was war das? 6 Steinchen, ne? Dann nehme ich mal kurz die 6 Steinchen noch mit. Und dann haben wir ja hier schon so eine kleine Kleinstadt hier fast.
Da bin ich mal gespannt. Ich bin sogar am Überlegen, hier noch kleinere Felder mit einfach mit reinzusetzen, weil wir es können. Um halt auch ein bisschen als dekoratives Feld zu haben. Oder ob wir hinten nochmal größere Felder mit dran setzen. Aber ich denke mal, größere Felder werden wir auf jeden Fall nochmal mit dran setzen. So. Das heißt, die Grundfundamente hier sind schon mal fertig. Jetzt brauchen wir nur noch die ganzen Gerüste. Und die werden auch nochmal Zeit brauchen. Ich glaube, ich werde die ganze Nacht brauchen, um nur ja, einmal einzustellen. Aber mal schauen. So. Können wir uns gleich nochmal mehr Holz holen. Na, aber unsere Stadt wird langsam. Mal gut, dass der Zaun nicht noch irgendwie Gebäudelimit kostet. Oder irgendwelche Dekoartikel. Ich glaube, dann wären wir ganz fix, ganz schnell doof. Ich glaube, das war ein bisschen zu viel. Ich sollte auf 30 bleiben. 30 ist wirklich das Maximum. Wir müssen ja schon ein Stückchen laufen, ne? Darf ich jedes Mal nicht vergessen. Aber sieht schon mal ganz cool aus, so. Dass sich das jetzt so langsam lädt hier. Mit den ganzen Häusern. So, 3 Stück sind es noch. Dann bräuchten wir da eigentlich nur noch, ja. Eigentlich eine Straße reinsetzen. Später. Wenn sie dann alle fertig sind. Dann nur noch dafür die Leute. Und dann kann es losgehen, ne? Also. Da bin ich mal echt gespannt. Müssen wir auch weiter nach vorne, müssen wir dann auch nochmal ein bisschen Holz abhacken. Um halt auch ein bisschen vielleicht da nochmal irgendwie einen Dorfkreis zu erbauen. Wo es sich dann halt auch nochmal lohnen würde, wo sie sich hinsetzen können und und. Das heißt, hier haben wir dann sozusagen das Kleinviertel, ne? Und dort hinten haben wir dann das große Viertel. Vielleicht baue ich da auch nochmal ein Lager hin. Ich glaube, das wäre eigentlich auch nicht so verkehrt. Aber eigentlich kommen wir mit unserer Lagerkapazität momentan ganz gut aus. So, komm, ich probiere mal nur 35 mitzunehmen. Habe ich 45? Wieso habe ich da noch 10? Moment. Ich lege nochmal 10 ab. Weil wir jetzt da hinten schon alles durch hatten, ne? Da habe ich so viel gequatscht, dass ich mich sogar um Kopf und Kragen hier gequatscht habe. Mal sehen. Ne, sind doch alle fertig jetzt hier. Ja. Gut, dann fangen wir mal mit dem vordersten hier hinten an. Das heißt, ich werde da erstmal nur das Einzelne jetzt hier einstellen und schon mal Holz soweit einbauen, was wir jetzt bei haben. Weil Stämme wiegen schon viel. Das heißt, wir gehen jetzt hier erstmal einmal rein. Hallöchen. So, hier kommt eine Steinwand rein. Eine Steinwand rein und da oben eine Steinwand. Nach hinten sollen Fenster bleiben. So, hier das bleibt Steinwand. Und hier kommt wieder Fenster rein. Das ist das einzige Haus, was... Nee, komm, das machen wir jetzt so schön einheitlich hier. So, dann nach vorne noch ein Fenster. Hier natürlich die Tür. Und hier nochmal ein Fenster. So, dann können wir hier das Dach schon mal einstellen. So. So. So und so. Dann dürfte hier jetzt alles drin sein. So, dann haue ich jetzt hier erstmal an die Wände. So viel Holz wie nur irgendwie geht. Dass wir dann nur noch die Steine einmal brauchen. Gut. Da nochmal. Hier den Innenleben.
Die Dächer einmal. Gut, da ist auch fertig. Da fehlt auch noch ein Stamm. Da fehlt auch noch ein Stamm. Da haben wir ihn. Das heißt, Bretter und Steine fehlen jetzt hier nur noch. Dann habe ich aber noch ein paar Stämme übrig. Das heißt, wir stellen das Haus hier auch noch ein. So, Stein. Dann Stein. Und hier Fensterstein. Wandstein. Wandstein. Fensterstein. Wandstein. Falsch. Fensterstein. Und auch hier. So, da oben die Flechtwände. Die werden auch zu Stein, denn die Rieddächer. Die sollen ja hier zu unseren schönen Holzdächern werden. Und dann ist das hier auch soweit fertig. Dann kann ich hier schon mal das Innenleben auch schon reinkloppen. Und auch schon anfangen, Holzstämme zu verarbeiten. Das war's. Alle. Könnten wir sogar noch... Na ja, komm, ich hole jetzt erstmal Stein. Ich hole jetzt erstmal eine Ladung Steine und eine Ladung Bretter. Das wäre, glaube ich, jetzt schlauer. Weil ich weiß ja jetzt nicht, wie viel Stein wir jetzt insgesamt brauchen werden. Aber ich glaube nicht, dass was wir jetzt hier an Stein da haben, ausreichen wird. Ja, komm, nehme ich mal... voll 80 Kilogramm Steine mit. Das sind 80 Steine, die ich jetzt hier verballern kann. Und wie gesagt, ich glaube nicht, dass das ausreichen wird, aber ein Haus dürften wir damit fertig kriegen. Auf jeden Fall. Das heißt, wir müssen auf jeden Fall auch nochmal gucken, dass wir definitiv in eine Mine wieder gehen und ein bisschen was selber kloppen. Und ich habe da auch schon die richtige im Auge, die nicht so weit weg ist. Aber dass wir auch noch diesen Jahreswechsel schaffen, müssen wir mal schauen. Aber wir müssen wohl wahrscheinlich nochmal mit Stein ordentlich nachhelfen. Jetzt haben wir hier erstmal alles rauf. Was wir hier haben. So. Ah, damit dürften wir eigentlich die ganzen Wände fertig kriegen mit. Um die Bretter mache ich mir eher wenig Sorgen. So. Das heißt, wir brauchen so im Schnitt 50 Steine. Ne, noch ein paar mehr. Oh, da ist noch falsche Wand drin gewesen. So. Das heißt, ich habe jetzt so gut 80 Steine brauche ich für ein ganzes Haus. Also 78 waren es jetzt hier für dieses Haus. Und da die anderen Häuser identisch sind, sind es auch jeweils immer 78 Steine. Was erzähle ich denn da? Gut, aber mehr schaffen wir jetzt hier auch nicht in der Folge. Und ich kann nicht immer Überlänge machen. Deswegen gucke ich jetzt, sehe ich nochmal zu, dass ich jetzt nochmal schnell ans Wasser komme und mir mal kurz was zu trinken hole. Haben wir hier noch ein bisschen was offen. So, einmal kurz was trinken. Und dann würde ich sagen, machen wir jetzt hier an dieser Stelle einen Cut. Ich werde auf Screen jetzt nochmal schnell die ganzen Sachen richtig einstellen. Und wir sehen uns dann in der nächsten Folge mit einer weiteren Bauphase wieder. Also, schaltet wieder ein und bis denn!